In den Ansichten bewegen Sie sich mit der Maus, dem Mausrad und Tastenkombinationen. In 2D und 3D zoomen Sie mit dem Mausrad auf den Cursor, also auf den Punkt, auf den Ihre Maus zeigt. Damit können Sie am einfachsten neue Positionen einnehmen, indem Sie rein und raus zoomen, auf einen neuen Punkt zeigen und wieder in die Szene zoomen. Nur in 3D können Sie bei gedrückter rechter Maustaste stufenlos zoomen, indem Sie die Maus dabei nach vorne schieben oder nach hinten ziehen. Die anderen Funktionen wie Zoomen auf den Cursor oder Verschieben nach links oder rechts sind identisch wie in 2D. Ebenfalls nur in 3D können Sie mit gedrückter linker Maustaste die Szene rotieren. In allen Ansichten können Sie eine neutrale Ausgangsposition mit der Taste Position 1 einnehmen, was der Funktion Alles zeigen auf dem Anzeigeribbon entspricht.